Moin Leute und hey everybody! Wie schon in Part 32 erwähnt, nahte der Regen unaufhaltsam. Veluna, 720 Kilometer, stand auf einem Schild. Eine Strecke Bremen-München durchs Gelände. Wenig später fing es an zu schütten und die Piste verwandelte sich zu einem stetigen Fluss. Unseren Erfahrungen aus 13 Jahren Afrika nach, sollte immer einer voraus durchs Wasser warten, bevor man hindurchfährt, und zwar in beiden Spurrichtungen. Der Grund dafür war recht einfach. Die Tiefe und der Untergrund sind nicht bekannt und außerdem weiß man nicht, was die Vorgänger dort zurückgelassen haben, um ihre festgefahrene Kiste wieder flott zu bekommen. Spezialisten, die die Tiefe erahnen können, trafen wir zuhauf bereits während unserer 13 Jahre in Afrika. Wir waren diesbezüglich nicht so fit, mit dem Erahnen natürlich. Deshalb besser laufen. Der Regen nahm zu. Aus Pfützen wurden kleine Bäche, aus kleinen Bächen größere, bis der Weg eine geschlossene Wasserfläche bildete. Wir ließen uns Zeit, denn wir hatten sie, und zockelten gemütlich weiter. Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte der Regen auf und wir konnten beim Lanbeedle Tree eine Verschnaufspause einlegen. Der Gunbarrel Highway wurde nach der Outback-Legende Lanbeedles Gunbarrel Road Construction Party benannt, die eine Straße so gerade wie einen Flintenlauf bauen sollte. Denn die Poms wollten ja ihre Atomraketentests in die Wüste starten lassen. So konnte der Absturzmüll für Forschungszwecke besser geborgen werden. 1958 war das Teil fertig. Nach unserer Pause wurde der Highway langsam trocken und versandete wieder. Die Landschaft änderte sich und aus dem Mulga-Buschland wurde Grasland. Unterwegs gab es einige Navigationspunkte und natürlich das Pistenbuch, in dem man sich eintragen konnte. Nach 10 Stunden Offroad waren wir durchgeweicht, gerüttelt und auch zusätzlich noch geschüttelt, sodass wir beim Lanbeedle Camp übernachten wollten. Sogar hier im relativen Nichts war das Ehrendenkmal für Lanbeedle eingehaust, denn die Kleptomanen verbreiten sich anscheinend wie eine Pest überall. Der nächste, letzte Tag auf der Gunbarrel war gemütliches Offroad-Fahren ohne Regen und dafür mehr Filmen und Entspannen. Das Ende der Gunbarrel war die Carnegie Farm und gemäß des Wüsten-Survival-Tipps Tanke, wenn du kannst, füllten wir unsere Tanks zu einem horrenden Preis auf. Die letzten 350 Kilometer nach Veluna und 200 Kilometer nach Methakara wurde eine gemütliche Fahrt bei Sonnenschein.